Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, worum geht es eigentlich insgesamt, oder besser gesagt, ging es eigentlich bei diesem Gesetz? Es ging um ein Versandhandelsverbot mit rezeptpflichtigen Medikamenten. So war es zunächst einmal im Koalitionsvertrag gestanden. So will es im Übrigen halt eben auch die Frau Ministerin Hummel in Bayern. So will es der Bundesrat in seinen Entscheidungen. So gilt es in etwa drei Viertel der EU-Staaten. Und so steht es in dem Antrag meiner Fraktion, der Linken, nach wie vor. Warum ist das wichtig? Wichtig ist das deswegen, weil Arzneimittel keine Waren sind wie jede andere Ware, weil es Beratungsbedarf und hohe Qualifikations- und Qualitätsanforderungen gibt. Insbesondere kranke Menschen brauchen Apotheken vor Ort, wo sie beraten und bei der Handhabung ihrer Medikamente unterstützt werden, unter anderem halt eben auch in Bezug auf Unverträglichkeiten, auch am Wochenende und auch in der Nacht. Zum Erhalt dieser Apotheken sind die im Wettbewerb stehen mit den Online-Versandapotheken, braucht es gleich lange Spieße unbedingt als Voraussetzung. Das Prinzip hierzu ist die Gleichpreisigkeit. Die haben wir aber in diesem Gesetz nicht bei Selbstzahlern und Privatversicherten. Eine Schnäppchenjagd im Internet und nur im Notfall die Apotheke vor Ort heranziehen, das führt zu einer existenziellen Bedrohung der Apotheken vor Ort. Studien belegen die katastrophalen Auswirkungen, die ein Anstieg von Online-Versandhandels hätte. Und auch die von Spahn in Auftrag gegebene IGE-Studie, die das E-Rezept als Game-Changer sieht, führt in der Kombination mit E-Rezept und Onlinehandel genau zu einem solchen Druck auf die Apotheken vor Ort. Und es werden viele davon dem Druck nicht standhalten können. Insofern ist das Gesetz eine Mogelpackung. Es steht vor Ort Apothekenstärkungsgesetz drauf, aber es ist nicht ihr Inhalt des Gesetzes. Daran ändern auch die Vergütungen für pharmazeutische Dienstleistungen nichts, die aufgenommen worden sind, im Wesentlichen halt eben auch, um den Apothekenverband zu befrieden. Wie ist die 180-Grad-Wende der Koalition zu erklären? Es werden verfassungsrechtliche und europarechtliche Bedenken angeführt, haben wir gerade gehört. Das macht stutzig. Die Mehrheit in diesem Hause lässt sich bei anderen Gelegenheiten davon wenig beeindrucken. Wahlrechtsreform beispielsweise, halt eben, da hat man sich wenig davon beeindrucken lassen. Ich möchte im Zusammenhang mit dieser 180-Grad-Kehrtwende in der Frage des Versandhandels von Koalitionsvertrag bis zum Gesetz zumindest mal erwähnen, dass Europas größtes Online-Haus, Medizinversandhaus, Doc Morris, ein regelmäßiger Sponsor ihrer Parteitage und Festivitäten wie Spargelfahrten war und ist. Und dass zuletzt die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz auf einer Veranstaltung der Jungen Union mit Masken aufgetreten sind, auf dem das Logo von Doc Morris prangte, ob was das vielleicht mit dieser Wende zu tun haben kann, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir werden diese 180-Grad-Wende auf jeden Fall nicht mitmachen, also das Gesetz ablehnen. Vielen Dank. Ach so, und ja, eins noch. Ich werde jetzt gleich mal rausgehen müssen und an der namentlichen Abstimmung teilnehmen müssen. Das ist das Problem halt, wenn man sozusagen nur eine halbe Stunde zulässt und das genau in die Debattenzeit fällt. Das will ich nur ganz kurz mal sagen. Das ist keine Unhöflichkeit, dass ich gleich gehe. Lieber Herr Kollege Weinberg, das war ein ganz wichtiger Hinweis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schließen demnächst die Abstimmung. Natürlich nachdem der Kollege Weinberg abgestimmt hat. Sollte noch jemand da sein? Noch jemand da sein, der das Bedürfnis hat, abzustimmen und es noch nicht gemacht hat, der hat jetzt Gelegenheit. Wie gesagt, wenige Minuten. Und jetzt kommt als nächste Rednerin die Kollegin Cordula Schulz-Asche für Bündnis 90.